du scheiß Knecht. Ja, okay, ich weiß, ihr wollt sehen, ihr wollt es sehen, ihr wollt es sehen, ihr kriegt es. Ich möchte eins zu dem 27.000 Aufrufe. Ich schwöre, das hatte vor 2000 noch 3.000, 4.000, 5.000, irgendwie sowas. Ich müsst eins wissen, das ist jetzt 7.9.18, anderthalb Jahre her. Ich war damals genauso wie jetzt, nur ihr müsst jetzt, bevor wir das Video gucken und ihr mich alle auslacht, ihr müsst eins wissen, ich hatte keine Erfahrung in Sachen YouTube vor der Kamera irgendwas. Das war das erste Mal und keiner kann mir erzählen, dass jemand sofort reden kann wie der, ich kann es jetzt nicht mal anhören, dass jemand sofort so reden kann mit, man ist, das ist ungewohnt, Freunde. Halt's Maul, du hast dich voll verändert. Nein, ich schwöre, nein, ich bin immer, also Sydney kennt mich schon länger, der wird nein aus Prinzip sagen, der Knecht, weil der immer das Gegenteil von mir sagt. Ist Pepe im Chat? Pepe ist immer eine ehrliche Haut. Oder meine Freundin oder so. Ich weiß nicht, wer im Chat ist. Die können es bestätigen, ich war immer so, vor 4 Jahren war es schon so, ich sah nur ein bisschen anders aus, wobei ich da sagen muss, das war in meiner Kreuzbandrissphase, Freunde. Das Video habe ich aufgenommen, keine Ahnung, 3 Wochen oder so, nachdem ich, 2 Wochen, nachdem ich mir das Kreuzband gerissen habe, irgendwie so. Ich war komplett im Arsch, das war nach der OP. Ich war nicht so braun und so blass und meine Haare waren noch glatt und meine Augenbrauen waren ein bisschen dick, aber ich war der Eli, den ihr heute kennt. Das ist aber erstmal professionell hier. Professionell aufgezogen. Erstes Video von Eli Geller. Ah, episches Intro. Das war vor meinem Kreuzband. Ein Tag später, nach diesen Aufnahmen, einen Tag später habe ich mir das Kreuzband gerissen. Deshalb haben wir an einen Samstag aufgenommen und an einen Sonntag habe ich mir das Kreuzband gerissen. Ein Tag später. Ah, der kann super technisch. Katheter, ja, ja. Ulle. Warum war ich da so braun, bitte? Kann mal irgendeiner, ich höre nur Frisur, kann mal irgendjemand was zum Trick sagen? Kann mal irgendjemand was zum Trick sagen? Skala 1 bis 10? Safe 100. Versuch, Digga, das war der allererste Versuch. Übrigens, in dem Käfig, Freunde, habe ich meine wuseligen Sachen. Der Käfig ist in Tempelhof, Kreuzberg, Platz der Luftbrücke da. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Dinger ich hier schon reingezwiebelt habe in dieses Tor, Digga. Hier habe ich meine ganzen Skills angeeignet. Ey, jetzt mal ohne Witz, Freunde. Gleich wird das Video komisch, aber ich fand die Frisur nicht mal schlecht, ne? Kurz mal Submode wegmachen, ich will die Meinung der meisten Leute hier hören. Achtet jetzt nur auf meine Haare, ich schwöre, die sahen nicht schlecht aus. Meine Haare sahen doch nicht kacke aus. Ich würde sagen, Freunde, das ist eine Gold 1. Guckt jetzt. Silber 3. Silber, ich, pff, die sind sehr, sehr, oh, sie ist lächeln. Achso. Gute Beibehandler, gute Beibehandler. Oh, yeah. Ball ist direkt danach runtergefallen. Oh. Von hinten sah es schon scheiße aus. Wer hat mir denn da die Haare geschnitten? Da war ich immer, Digga, da war ich immer bei diese, wie hieß das, Cutman. Von hinten sah es schon echt scheiße aus, gebe ich euch recht. Ich fand aber in echt sah das anders aus. I'm early. Macht Auge, Digga, der hat Todesauge gemacht. Na, da sah meine Haare echt nicht so gut aus. Ne? Also so von der Seite sah meine Haare echt nicht so gut aus. Subs lese ich gleich alle vor. Nachbarin, ja, ja. Das ist cringe, ich sag early, das ist cringe. Könnt den Bunker wieder zumachen. Ist krass, wie die Haare so ausmachen, ne? Ist heftig, man sieht aus wie eine andere Person, finde ich. Da sehe ich voll dünn aus. T-Shirts machen auch so viel aus, ne? Guck mal, wie dünn hier meine Taille aussieht. Das ist nicht mal so, ne? Das ist eigentlich gar nicht so. Vergleich mal mit den anderen Dingen. Guck mal jetzt hier, das war einfach nur ein neuer T-Shirt-Wechsel. Hast du Klitzer schön ausgemacht, ja? Wegen dieser YouTube-Copyright-Scheiße da.
Okay, bevor das jetzt losgeht, ich möchte eins sagen zur Verteidigung. Es ist noch nie Meister vom Himmel gefallen. Ich war nervös. Ich habe abgelesen. Hört jetzt auf, mich zu verarschen. Und hab mir nichts dabei. Wollte es einfach nur. Hey Leute, ich hoffe, euch hat mein erstes kleines Video gefallen. Danke nochmal an Fabi für die coolen Aufnahmen. Und ja, kommen wir mal zu mir. Ich bin Elias, ich bin 20 Jahre alt, wohne in Berlin und bin E-Sportler für Hertha BSC. Danke Fabi für die coolen Aufnahmen. Jetzt kommen wir erstmal zu mir. Ich bin Elias, ich bin 20 Jahre alt und spiele für Hertha BSC. Weil alles, was ich da sage, habe ich in Zukunft komplett daneben gemacht. Ich versuche mich weiterhin für Turniere zu qualifizieren. Ich werde mich auf FIFA konzentrieren. Mal werde ich Videos machen, das ist einfach genau das Gegenteil. Ich habe mich auf Videos konzentriert und nicht mehr auf diese Turniere. Scheiß Turniere, Digga. Was, ich verliere gegen Gold 2 Spieler, weil man einfach sich auf Tiefe 1 zurückfallen lassen machen kann, alle Defensive verstärken und die alle mit CPU verteidigen. Was soll ich denn da machen? Seit August 2018. Was war denn mit meinen Augenbrauen? Ich verstehe das ohne Witz, ne? Das sah in echt nicht so schlimm aus. Ich schwöre, das sah in echt nicht so schlimm aus. Really? Ich bin bei der Agentur unter Vertrag Stark Esports. Der habe ich das alles überhaupt zu verdanken. Danke dafür. Und ja, ich bin ziemlich neu in der Szene. Deswegen hat es auch noch nicht so. Dafür! Der Vertrag Stark Esports. Der habe ich das alles überhaupt zu verdanken. Danke dafür. Danke. Danke dafür, Stark Esports. Und ja, ich bin ziemlich neu in der Szene. Deswegen hatte ich auch noch nicht so viele Erfolge wie andere. Habe ich immer noch nicht. Die schon mehrere deutsche Titel haben. Oder die schon sich mehrmals für die FIFA-WM qualifiziert haben oder sonstiges. Stopp, an der Sache möchte ich kurz rein, muss ich kurz zwischengrätschen an den Eli von der Vergangenheit. Digga, du hast alles, also dein zukünftiges Ich hat alles richtig gemacht. Diese FIFA-Turniere sind, wenn du da bist, das lohnt sich nicht, außer du wirst Weltmeister. Du hast dich auf dein Content konzentriert. Dein zukünftiger Eli hat alles richtig gemacht. Ich schwöre, ich habe mir lieber so eine geile Community aufgebaut wie jetzt, anstatt ich mich für jedes Turnier qualifiziere. Das bringt dir nicht mehr was. Ich schwör's euch, das bringt nicht. Das hier, was ich mache, bringt tausendmal mehr. Ich bin da noch nicht so weit, aber ich hoffe, ich komme dorthin. Und ja, meine größten Erfolge waren eigentlich derzeit nur die Qualifikation gut abgelesen für Champions League in Barcelona. Das war ja damals irgendwie so die besten 64 aus dem Monat. Digga, November. Wie rede ich denn? Ich muss mich hier im Schutz nehmen, Freunde, tut mir leid. Man muss sagen, es ist nicht einfach. Stellt euch mal eine Kamera vor, okay? Und dann müsst ihr jetzt da reinreden und sagen, yo, weißt, dass es jetzt das Erste ist, deine Freunde werden es sehen, deine Familie wird es sehen, das ist voll schlimm für einen. Also man weiß nicht, wie man da so ist. Und da, Freunde, ich rede da normale Zimmerlautstärke. Wenn ich was in dieser verkackten Social-Media-Scheiße gelernt habe, dann, dass du dein Mikrofon anschreien musst. Ich rede hier so krass laut. Das hört sich für euch ganz normal an, aber es ist übertrieben laut. Fragt mal alle YouTuber, man redet immer laut. Gutes Standbild. Guck mal, da habe ich gerade wieder irgendwas abgelesen. Qualifizieren dich dafür und dann war ich halt da und das war die Eintrittskarte eigentlich auch in den E-Sport. Dadurch wurde ich entdeckt und dann hat sich das alles so ergeben. Sonst komme ich eigentlich regelmäßig in die Top 100, wenn ich regelmäßig zu Ende spiele. Nö. Monatlich, so wie damit schon. Eine Woche. Mal ist so ein Elite 1 auch mal dabei, aber eigentlich nicht so oft. Nee, nicht so oft, Bruder. Das sind so meine größten Erfolge. Ich hoffe, ich komme jetzt natürlich weiter in diesem Jahr. Ich mache das jetzt Vollzeit. Ich bin fertig mit meiner Schule, habe mein Abitur in der Tasche und ja, mal gucken, wie weit ich damit komme in FIFA. Auf meinem Channel werdet ihr hauptsächlich FIFA 19 Videos sehen. Sachen wie Weekend League Highlights oder Pack Openings, Player Reviews, aber auch Challenges gegen andere E-Sportler oder wirkliche Fußballprofis, natürlich mit Bestrafung. Da lasse ich mir noch was einfallen. Oder Warum lache ich denn da so hässlich, hä? Player Reviews, aber auch Challenges gegen andere E-Sportler oder wirkliche Fußballprofis, natürlich mit Bestrafung. Knecht. Also wirklich. Da lasse ich mir noch was einfallen. Das war vor anderthalb Jahren, Freunde. Das war vor anderthalb Jahren. Oder ihr könnt abschließen. Elite ist auch mal dabei. Und ja, ich bin ziemlich neu in der kompletten Szene. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich verlinke unten auch meine Social-Media-Kanäle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut und mich unterstützen würdet. Das war es eigentlich schon von mir. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut da rein. Er hat geredet wie so ein Mädchen, was von der Klasse über ihre Ferien erzählt. Und heute gibt er Tipps, wie man Weiber klärt. Achso. Und am 2.6. ist YouTuber Streamer geworden, die über 200k und was? Und am 2.6.22.
2020 ist aus ihm ein YouTuber-Streamer geworden, der über 200.000 hat und Woche im Elferschießen verliert. Danke. Hau, ist das schlecht. Der wuselige Ediger. Alter, hat sich Elias verändert in einem halben Jahr. Es ist echt schlimm, Freunde. Also es ist echt krass, muss ich sagen. Aber ich habe mich nicht verändert. Ich habe mich nur im Internet so entwickelt, wie ich privat bin. Everything has changed. Every day.